Wenn man ein Schaf Jeb nennt, wechselt es ja durchgehend seine Farbe. Aber was passiert eigentlich, wenn man diesen Nametag beim neuen Breeze ausprobiert? Im heutigen Video werde ich für euch endlich mal wieder genau diesem und insgesamt 41 weiteren Minecraft-Mythen auf den Grund gehen. Neben der eben genannten Frage testen wir außerdem einen neuen illegalen Weg, um Slabs aus jedem Material herstellen zu können, finden heraus, ob es früher wirklich eine riesige Brick-Pyramiden-Struktur gab, die immer an denselben Koordinaten gespawnt ist, und testen zusätzlich einen Weg, wie man mit dem neuen Trial Key endlich das Ancient City Portal aktivieren können soll. Viel Spaß! Scheinbar soll es in den Einstellungen eine Option geben, wodurch man einen geheimen neuen Tab im Creative-Menü freischalten kann. Dafür müssen wir hier einfach auf Options klicken, dann einmal auf Controls und haben hier wirklich den Operator Items Tab, den wir anschalten können. So, und wenn wir das jetzt getan haben, müssen wir einfach nur das Creative-Menü öffnen. Und ihr seht schon, wir haben hier unten jetzt einen Comment-Block, der davor nicht da war, und haben hier ganz viele Items, die man eigentlich nur über Commands bekommt. Neben Command-Blöcken sind hier auch Barrieren, der Debug-Stick und hier auch besondere Gemälde, die es eigentlich gar nicht im Survival-Minecraft gibt. Yo, wie cool ist das denn? Wir haben hier Erde, dann haben wir einmal Wind, ist das glaube ich, dann Wasser und Feuer. Türen in Minecraft sehen ja ein bisschen weird aus, weil sie eigentlich 3 Pixel breit sind, man das aber hier aus den Winkeln nie erkennen kann. In einem früheren Snapshot sollen allerdings die beiden Türen hinter mir tatsächlich mal ein 3D-Modell gehabt haben. Um das Ganze zu testen, befinde ich mich jetzt in der Minecraft 14W 32D-Version. Das ist scheinbar die einzige Version, in der das funktionieren soll. Ihr seht schon, die Eichenholztür sieht hier relativ normal aus, aber wenn ich einfach mal eine Dschungeltür platziere... Yo, guckt euch das an, die sind wirklich 3D. Das sieht aus, als wäre das so ein Resource-Pack oder so, aber ich bin wirklich in einem ganz normalen Snapshot und habe nichts aktiviert. Wenn man versucht, Diamanterze mit einer Holzspitzhacke abzubauen, dann werden diese am Ende keine Diamanten droppen. Wie sieht das Ganze allerdings aus, wenn ich Silk-Touch auf meine Holzspitzhacke mache. Normalerweise bekommen wir so ja eigentlich jeden Block, den wir abbauen, und wenn das auch für Dia-Erze funktioniert, dann könnten wir die ja einfach schmelzen. Der Moment der Wahrheit. Es fühlt sich trotzdem irgendwie illegal an, aber werden wir am Ende den Erzblock rausbekommen? Nein, man kann Dia-Erze auch mit einer Silk-Touch-Holzspitzhacke nicht abbauen. Bleiben wir direkt bei Verzauberungen. Wie die meisten von euch vermutlich wissen, kann man mit einem Infinity-Bogen auch mit einem Pfeil unendlich oft schießen. Meine Frage ist jetzt allerdings, ob das Ganze auch bei Effektpfeilen funktioniert. In dem Fall habe ich mir jetzt einfach mal so einen Glowstone-Pfeil genommen, der normalerweise Mobs zum Leuchten bringen kann. Und wenn ich jetzt mit diesem schieße, dann wird er trotzdem verbraucht, obwohl ich Infinity drauf habe. Dafür kann ich ihn aber auch wieder einsammeln, was ja eigentlich bei Infinity nicht funktioniert. Wusstet ihr, dass man im Peaceful-Modus kein TNT-Schaden bekommen kann? Ja genau, ich auch nicht. Und genau deswegen wird das Ganze natürlich getestet. Also, zuerst stellen wir einmal die Difficulty auf Peaceful. Das bedeutet eigentlich nur, dass keine Mobs spawnen können. Dann gehen wir hier einmal in den Wüstentempel rein, graben uns hier relativ sicher nach unten. Ja, und machen jetzt das Dümmste, was man eigentlich nie tun sollte. Wir stellen uns auf die Druckplatte. Okay, ich bin gespannt. Eigentlich sollte ich hier ja jetzt unversehrt rauskommen. No way! Und somit stimmt der Mythos wirklich. Man bekommt im Peaceful-Modus kein TNT-Schaden. Wie krass. Ich denke, wir alle kennen die Legende um die Farlands, die extrem weit draußen in einer Welt generieren sollen und extrem verbuggt sein sollen. Ich weiß auf jeden Fall, dass die früher mal existiert haben, aber meine Frage ist jetzt, gibt es die eigentlich in den aktuellsten Versionen immer noch? Um das zu testen, teleportiere ich mich einmal 12,5 Millionen Blöcke vom Spawn weg, weil genau da sind sie scheinbar früher generiert worden. Ich bin aktuell in der 1.20.1 und bin wirklich gespannt, wo wir gleich landen werden. Okay, und ich bin ehrlich, das sieht mir aus wie eine normale Minecraft-Welt. Keine Farlands weit und breit, außer dieses komische Schiffwrack da hinten. Ich habe letztens ein TikTok gesehen, wie Noreak seinen ersten Tod in Craft Attack bekommen hat. Das Problem war hierbei, dass er Slow Falling hatte, Basti ihn allerdings getötet hat, so sein Totem gepoppt ist. Ja, und dadurch hat er scheinbar den Effekt verloren, ist von der Decke gefallen und ich bin gespannt, ob das Ganze wirklich stimmt. Um das zu testen, gebe ich mir jetzt selber erstmal wie in dem TikTok-Video Slow Falling. So, dann nehme ich einmal das legendäre Einfach-Gustav-Totem in die Offhand, wechsle natürlich in den Survival-Modus. Jo, und jetzt muss ich mich eigentlich nur noch selber mit diesen Harming-Potions abwerfen. Ihr seht, die Herzen gehen immer weiter runter, mein Totem poppt.
gibt. Yo, und es ist einfach wahr, ich habe kein Slow Falling mehr, obwohl ich mir das eigentlich für 5 Minuten gegeben habe. Wenn man in einer Welt das erste Mal einen Fisch angelt, bekommt man ja das Fishy Business Advancement. Oh mein Gott, was habe ich da denn gesagt? Ich meine natürlich Fishy Business, was ein Zungenbrecher. So oder so, es soll scheinbar einen einfacheren Weg geben, dieses Advancement zu bekommen, und genau das testen wir jetzt mal auf einer neuen Welt. Laut einem Mythos soll es nämlich reichen, wenn man einfach nur ein Fisch-Item mit einer Angel an sich ranzieht. Wir machen einmal Rechtsklick, haken uns an dieses Item dran, dann ziehe ich das einmal zu mir und bekomme wirklich das Advancement. Der Mythos ist wahr. Für den nächsten Fakt bzw. Fake sind wir heute das erste, aber bestimmt nicht das letzte Mal auf der Bedrock-Edition unterwegs. Hier soll es nämlich zwischen zwei Schalker-Kisten eine extrem kleine Lücke geben, durch die man sogar Knöpfe betätigen kann. Also hier ist auf jeden Fall so ein mini-mini-Pixel Platz, aber ich weiß nicht, ob wir dadurch wirklich was drücken können. Wir können ja zum Testen einfach mal eine Kiste dahinter platzieren. Mal schauen, ob ich mit dem richtigen Aim diese wirklich öffnen kann. Okay, also ich bin ehrlich, ich sehe die Lücke, aber ich sehe halt auch ganz leicht die Hitboxen von den Schalkern. Ich habe es jetzt wirklich sehr, sehr oft probiert, also die Lücke ist auf jeden Fall da, aber die Kiste dahinter kriege ich einfach nicht geöffnet. Wenn man Raketen an einer Leiter platziert, dann soll scheinbar durch einen Bug ein Sound abgespielt werden, als würde ein Spieler diese Leiter hochklettern. Zuerst hört ihr, wie es sich anhört, wenn ich als Spieler die Leiter hochkletter. Und jetzt probieren wir das Ganze mal hier mit einer Rakete aus. Yo! Es ist relativ leise, aber das stimmt. Für den nächsten Mythos muss ich direkt mal eine neue Hardcore-Welt erstellen, in der man ja eigentlich keine Cheats benutzen kann. Scheinbar soll es dafür allerdings eine extrem einfache Lösung geben, wie man dieses Problem umgehen kann. Um das zu testen, müssen wir einmal auf Pause drücken, dann die ganze Welt in LAN öffnen. Und genau hier haben wir dann ganz, ganz einfach die Möglichkeit, Cheats zu aktivieren, können die LAN-Welt starten. Und genau so habt ihr jetzt die Möglichkeit, in eine Hardcore-Welt, ihr seht die Herzen, trotzdem in den Creative-Modus zu wechseln. Schalker sollen eine der wenigen feindlichen Mobs sein, die auch im Peaceful-Modus spawnen, dafür allerdings den Spieler nicht angreifen. Um das zu testen, muss ich natürlich mal wieder die Difficulty umstellen. Dann geht's für mich einmal ins End rein. Wir suchen eine wunderbare End-City in der Nähe, teleportieren uns da direkt mal hin. Jo, und wenn ich mich hier mal so umschaue, dann scheint das Ganze wirklich zu stimmen. Ihr seht, ich bin im Peaceful, aber auch im Survival-Modus und trotzdem, sie greift mich nicht an. Okay, also wenn das nächste stimmt, dann bin ich wirklich extrem enttäuscht von der Bedrock-Edition. Hier soll man nämlich scheinbar exklusiv Bienennester und auch Beehives als Brennstoff benutzen. Das Ganze wäre an sich ja gar kein Problem, allerdings ist es dabei egal, ob sich in diesen Nestern noch Bienen befinden. So, um das Ganze zu testen, müssen wir jetzt erstmal warten, bis eine Biene hier in ein Bienennest reinfliegt. Yo, ihr habt's gerade gesehen, hier sollten eigentlich zwei drin sein. Das bedeutet, ich baue dieses Bienennest jetzt einfach mal mit Silk Touch ab. Ihr kennt das Ganze, egal wo ich das platziere, die Bienen sollten jetzt eigentlich immer noch da drin sein und dann einfach wieder rausfliegen. Weil ich allerdings krank im Kopf bin, platziere ich jetzt hier einfach mal meinen Ofen, pack mir da mein leckeres Rindfleisch rein. Boah, und jetzt der Moment der Wahrheit. Kann ich dieses Bienennest mit Bienen drin wirklich als Brennstoff benutzen? Oh, bitte sag mir, dass das nicht wirkt. Oh mein Gott, es funktioniert. Der Mythos stimmt, ihr könnt in Minecraft Bienen verbrennen. Die Bedrock-Edition ist einfach nur krank. Tja, aber das Steak lasse ich mir natürlich trotzdem schmecken. Scheinbar sollen Blaze nur Rots droppen, wenn sie direkt durch den Spieler getötet werden, aber nicht, wenn das Ganze durch Wasser oder Eisengolems oder so passiert. Also, um das Ganze auszuprobieren, werde ich jetzt erstmal 10 Blazes so als Spieler töten. Insgesamt habe ich so jetzt 4 Blaze Rots rausbekommen, das bedeutet, ihr seht, es geht auf jeden Fall, wenn ein Spieler die tötet. Für den Gegentest werde ich jetzt einfach mal 10 Blazes hier im Wasser spawnen und bin gespannt, ob die dann wirklich keine einzige Rot droppen. Yo, schaut euch das an, die sterben hintereinander, aber droppen wirklich keine Blaze Rods. Entweder das war gerade ein extrem krasser Zufall oder der Mythos stimmt und Blazes droppen wirklich nur, wenn sie direkt vom Spieler getötet werden. Cave Spiders und Bienen sollen dem Spieler auf einfachem Schwierigkeitsgrad keinen Giftschaden machen können. Normalerweise, ihr kennt das ja, wenn eine Giftspinne, also eine Höhlenspinne angreift, dann wird man vergiftet, das ist super nervig. Aber wie es aussieht, soll das Ganze im Easy-Modus gar nicht möglich sein. Hallo kleine Giftspinne, greif mich bitte einmal an.
Schaden. Okay, also sie ist auf jeden Fall aggressiv, sie macht mir Schaden, ne? Aber wir werden einfach wirklich nicht vergiftet. So, und wie sieht das Ganze hier mit meiner kleinen süßen Biene aus? Auch die ist jetzt sauer auf mich, greift mich einmal an, aber ich werde nicht vergiftet, wie es sonst eigentlich immer der Fall ist. Bleiben wir direkt mal auf der einfachen Schwierigkeit, weil hier soll der Wither einem Spieler nicht den Wither-Effekt geben können. Normalerweise auf normal und auf hart sollte das ja eigentlich möglich sein, aber scheinbar auf easy nicht. Das ist interessant. Also dann, ich habe mir extra Resistance gegeben. Wir erschaffen einmal einen Wither. Und ich bin wirklich sehr gespannt, ob wir dadurch, weil wir auf easy spielen, echt nicht den Wither-Effekt bekommen. Okay, also er schießt auf jeden Fall ordentlich auf uns. Aber egal wie lange ich warte, wir bekommen wirklich nicht den Wither-Effekt. Also schaut euch das an. Das hat auch nichts mit... Oh, was? Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Yo, schaut euch das an. Wir bekommen den Wither-Effekt. Der Mythos ist falsch. Ich bin ehrlich, ich bin gerade voll verwirrt, weil das Ganze auf dem offiziellen Minecraft-Wiki stand. Aber genau deswegen teste ich solche Sachen ja. Wenn man Delfinen rohen Lachs oder rohen Kabeljau gibt, dann sollen sie einen scheinbar zu der nächsten Unterwasserstruktur führen. Und außerdem soll man dieses Feature unendlich oft benutzen können, indem man einfach die Kisten darin zerstört, weil dann suchen sie eine neue. Okay, um das Ganze zu testen, brauchen wir hier natürlich erstmal einen freilebenden Delfin in der Nähe. Der da vorne sieht sympathisch aus. So, dann geben wir ihm einmal diesen rohen Fisch und er... Yo, er bringt uns jetzt wirklich zu dem Schiffwrack da oben, was ich eh schon gesehen habe. So, dann gehen wir hier jetzt rein, zerstören ganz entspannt alle Kisten, die drin waren. So, und wenn ich dem Kollegen jetzt einen weiteren Fisch einmal ins Maul packe, dann bringt er mich irgendwie hier rüber. Aber warum? Ist hier vielleicht eine Schatzkarte drin? Beziehungsweise ich meine eine Schatztruhe natürlich. Yo, und guckt euch das an, hier ist wirklich eine. Okay, also das ist krass. Beide Punkte des Mythos scheinen wirklich zu stimmen. Wenn man einem Delfin rohen Fisch gibt, dann bringt er einem zu einer random Unterwasserstruktur. Und wenn man dort dann die Kisten zerstört, dann bringt er einem zu der nächsten, was in dem Fall halt eine Schatztruhe war. Okay, also wenn ich als Spieler mit Bad Omen in ein Dorf reinlaufe, dann startet ein Raid. Ich denke, das wisst ihr alle. Es tut mir wirklich leid, kleines Dorf, aber ich muss das den Zuschauern einfach zeigen. Sorry. Meine Frage ist jetzt allerdings, was passiert, wenn ich einem Mob den Bad Omen Effekt gebe und dieser in das Dorf läuft? Um das zu testen, habe ich mir gerade extra ein Schwein mit einem Bad Omen Effekt generieren lassen. Hier nochmal der Command, falls euch das interessiert. Aus irgendeinem Grund sieht man keine Partikel, aber er hat wirklich Bad Omen eigentlich. So, und was passiert, wenn ich den Atzen jetzt einmal hier in dieses Dorf reinführe? Irgendwie hat Paul eine komische Aura um sich drum. Komm mit in dieses Dorf, kleiner Mann. Ich bin gespannt, was passieren wird. Yo, gar nichts. Das überrascht mich ehrlich gesagt. Also wie es aussieht, können nur Spieler ein Raid auslösen, aber nicht kleine süße Tiere wie unser Paul zum Beispiel. Dafür hast du dir die Karotte auf jeden Fall verdient. Gut gemacht. Ich habe letztens auf Reddit dieses Bild gesehen, wie man mit dem neuen Slash-Tick-Command einfach Slabs aus jedem Block machen können soll. Zuerst müssen wir einmal das Game mit Slash-Tick-Freeze einfrieren. Dann machen wir hier einen Redstone-Block hin, darauf einen Pisten. So, und jetzt können wir mit diesem Command einfach einen Tick nach vorne gehen. Oh, wartet, ich hätte vorher hier den Block draufsetzen müssen. Also, Versuch Nummer 2. Ich platziere hier oben einen Pisten drauf, dann darauf einen Grasblock. Jetzt gehe ich durch diesen Command einmal einen Tick und noch einen Tick weiter nach vorne. Yo, und jetzt kann ich hier einfach ganz normal Blöcke drumrum platzieren, so dass man den Pisten mit der Zeit nicht mehr sieht. Und wir haben wirklich einfach eine neue illegale Grasblock-Slab erschaffen. Ich denke, die meisten von euch wissen, dass es 3 versteckte Advancements gibt, die nur angezeigt werden, wenn man sie geschafft hat. Da wäre einmal How Did We Get Here, wofür man jeden einzelnen Effekt auf einmal braucht, was extrem schwierig ist. Hero of the Village, wofür man einfach nur ein Raid spielen muss. Und außerdem Voluntary Exile, wofür man einfach nur ein Raid-Captain töten muss. Ich bin ehrlich, ich dachte bis jetzt immer, dass das alle versteckte Advancements waren, aber scheinbar gibt es noch ein weiteres, was ich noch nie gehört habe. Das Ganze heißt Arbalistik, man muss dafür einfach nur 5 verschiedene Mobs mit einem Crossbow töten und ich probiere das Ganze jetzt mal aus. Ich bin ehrlich, ich hasse Armbrüste, aber traurigerweise sind es die einzigen Brüste, die ich jemals gesehen habe. Nein, Lama, hör auf mich abzuspucken, es ist wirklich nur für ein Experiment. Es tut mir doch leid. Alright, also dann, es wird Zeit für den 5. und damit auch den letzten Mob und dann sollten wir eigentlich das Advancement bekommen. Kleiner Frosch, es tut mir doch leid.
Also ich hab 5 Mobs getötet. Okay, also ich habe mir jetzt nochmal alle Advancements auch in der Welt gegeben. Das ganze Ding existiert wirklich. Das einzige Problem, was ich vergessen habe, wir müssen alle mit nur einem einzigen Pfeil töten, was super schwierig ist. So oder so, ich habe jetzt keine Lust, das auszuprobieren. Das Advancement war vorher nicht da, jetzt ist es da, es gibt es und wir sind zufrieden damit. Freunde der Sonne, holt die Geschichtsbücher raus. Wir befinden uns für die nächsten 2 Mythen in einer wirklich ganz, ganz alten Version. Genau hier sollen nämlich 2 ganz, ganz komische Sachen generiert werden. Zum einen einfach vom Spawn weg 4 Obsidian-Linien, die wirklich ganz, ganz komisch aussehen. Und zum anderen auf jeder Welt bei den Koordinaten 500 mal 500 eine riesige Brick-Pyramide. Alright, also dann, ich erstelle mir hier in der Infdev-Version eine neue Welt und bin gespannt, ob das wirklich stimmt. Okay, also ich würde sagen, der erste Mythos stimmt schon mal. Ich bin hier gespawnt und hier ist wirklich überall Obsidian in jede Himmelsrichtung. Ja, und alles, was wir jetzt als nächstes machen müssen, ist einfach nur hier einmal schräg in diese Richtung zu laufen. Ja, ihr habt richtig gehört, laufen. Man konnte in den Versionen noch nicht fliegen, beziehungsweise konnte man nicht mal sprinten. Es ist ganz schlimm gerade. Yo, das kann wirklich extrem lange dauern, was ich mir hier gerade für euch antue. Wenn ihr mich also supporten wollt, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, um mal ein Like und vor allem ein Abo dazulassen, falls ihr das immer noch nicht getan habt. So verpasst ihr kein Video mehr, könnt mich kostenlos unterstützen und es würde mich wirklich extrem freuen. Dankeschön. Hinter diesem Hügel könnte sie sein. Und da sehe ich doch was. Yo, guckt euch das an. Wie random. Das war eine der ersten Strukturen in ganz Minecraft. Ein riesiger Haufen aus Ziegelsteinen, die immer an derselben Stelle generiert sind. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was das soll. Keiner wusste es so ganz. Sie wurden auch relativ schnell wieder entfernt. Aber ich denke, dass ich damit auf jeden Fall sagen kann, dass der Mythos von dieser Pyramide wirklich stimmt und sie wirklich existieren. Wenn man in einem Crafting-Table ein Redstone in die Mitte und dann 4 Eisen drumherum legt, kommt hier am Ende ein Kompass raus. Auch bei Gold funktioniert das Ganze und so kriegt man am Ende eine Uhr. Laut einem neuen Mythos soll das ganze Pattern allerdings auch mit Kupfer funktionieren und auch da soll ein neues, krass nützliches Item rauskommen. Ich bin wirklich gespannt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ganze funktioniert, weil ich habe noch nie was davon gehört. Ja, und ihr seht, es kommt am Ende nichts raus, ich kann das nicht anklicken, es ist einfach gar nichts da. So oder so finde ich das eigentlich eine ziemlich coole neue Idee, wenn auch Kupfer ein Redstone-Item bekommt. Wenn euch da irgendwas einfällt, dann schreibt mir das sehr, sehr gerne mal in die Kommentare, würde mich interessieren und vielleicht schafft es es ja in einer Update-Ideen-Folge. In der neuesten Preview-Version der Bedrock-Edition soll es einen Bug geben, wie man an unendlich viel Kupfer kommen kann. Für den Bug braucht man auf jeden Fall einmal diese neuen Kupfergitter. So, und wenn man die jetzt hier einmal rechts klickt, dann sollte laut der Beschreibung eigentlich hier ein vollständiger Kupferblock rauskommen. Diesen hätte man dann wiederum hier in einem Stonecutter zu 4 von den Dingern weiterverarbeiten können und die dann einfach wieder wachsen können und so weiter. So oder so, wie es aussieht, wurde dieser Bug behoben oder der Mythos hat einfach niemals wirklich gestimmt. Die Soulspeed-Verzauberung soll ähnlich wie Frostwalker auch auf Armor Stands funktionieren. Um das zu testen, haben wir hier einmal einen normalen Armor Stand, der sich wirklich nicht so weit bewegt. Und jetzt zum Vergleich der Armor Stand mit den Soulspeed-Schuhen. Jo, und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall weiter. Um in einer großen Höhle herauszufinden, ob es gerade Tag oder Nacht an der Oberfläche ist, muss man scheinbar einfach nur seine Render-Distance extrem runterstellen. Dadurch sieht man ja da Nebel und je nachdem, ob der hell oder dunkel ist, weiß man, ob es Tag oder Nacht ist. Danke für Maskieren, wir probieren. Einmal /timeset noon, das bedeutet, es ist Mittag. Dann setzen wir einmal die Render-Distance so weit wie möglich runter. Ja, okay, und ich würde sagen, das ist auf jeden Fall relativ heller Nebel und aus irgendeinem Grund sehe ich sogar die Wolken. So, dann einmal timeset midnight, also mitten in der Nacht. Yo, und das ist auf jeden Fall dunkel und ich sehe die Sterne. Das ist ein sehr, sehr nicer Lifehack und der Mythos stimmt. Mit dem neuen /ride-Befehl soll man jeden Mob, wie zum Beispiel diesen Warden, ganz einfach wie ein Pferd reiten können. Um das Ganze auszuprobieren, geben wir einmal /ride ein, dann wähle ich meinen Namen aus. Wir klicken einmal auf Mount, nehmen dann diese Zahlen hier. Das sollte eigentlich der Warden sein. Und yo, schaut euch das an. Ich sitze auf dem Warden drauf. Das ist richtig komisch, aber es funktioniert. In der Bedrock-Edition soll man durch solche halbblockhohen Lücken einfach mit einem Boot durchfahren können. Alright, ich sitze drin. Ich bin gespannt, ob das
funktioniert? No way, damit habe ich gerade wirklich nicht gerechnet. Dieser Mythos ist wahr und damit extrem cool für Adventure-Maps oder so. Neben verbotenen Slabs soll man mit dem neuen Slash-Tick-Freeze-Command auch das illegale Ether-Portal erschaffen können. Für alle, die nicht UFO sind und dementsprechend auch nicht Bescheid wissen, das war dieses Portal hier. Früher gab es ja diesen Mythos, dass man dadurch in die Himmelsdimension reisen kann, indem man einfach hier ein Wasser platziert. Wie ihr seht, das Ganze funktioniert nicht, soll aber durch den Tick-Freeze-Command immerhin so aussehen können. Dafür benutzen wir einfach nur die Basics, Slash-Tick-Freeze, dadurch soll nämlich kein Wasser mehr fließen. Und wenn wir jetzt hier Wasser platzieren, dann seht ihr schon, wir können dieses Portal wirklich einfach auffüllen. Ich bin ehrlich, ich dachte bis jetzt immer, dass diese Kartografen-Table absolut useless sind, aber scheinbar haben sie wirklich einen Nutzen. Um den zu testen, brauche ich erstmal eine Map, die mir gerade meine aktuelle Umgebung zeigt. So, und wenn ich die jetzt einmal in einem Kartografen-Table mit einer Glasscheibe kombiniere. Yo, das stimmt einfach, was ich gehört habe. Dadurch wird sie gelockt, das steht hier sogar. Und eigentlich sollte sie jetzt sozusagen gesichert sein und sich nicht mehr verändern, auch wenn sich hier die Umgebung verändert. Es tut mir leid, Villager, aber das muss natürlich getestet werden. Oh mein Gott, ich bin wirklich ein schlechter Mensch. Alles, um meinen Mythos zu testen. Okay, wenn wir uns jetzt die Karte anschauen, dann sehen wir, hat die sich gar nicht verändert. Wenn ich allerdings einfach mal eine neue Map mache und wir uns die anschauen. Yo, das ist cool, es hat funktioniert. Hier sieht man den Krater und auf der gelockten nicht mehr. Okay, ich denke, die meisten von euch wissen, dass wenn man im Creative das Mausrad drückt, automatisch den Block, den man anschaut, in sein Inventar bekommt. Laut einem Mythos soll das Ganze allerdings auch für NBT-Daten funktionieren, wenn man dabei einfach Steuerung gedrückt hält. Falls ihr NBT-Daten noch nie gehört habt, damit sind zum Beispiel der Inhalt von Kisten oder Schildertexte gemeint. Das bedeutet, wenn ich mir hier zum Beispiel einfach mal ganz viele Einfach-Gustav-Totems reinlege, dann einmal Steuerung gedrückt halte, wieder das Mausrad klicke, dann bekomme ich so am Ende wirklich eine Kiste mit NBT-Daten raus. Und genau die kann ich jetzt einfach so oft platzieren, wie ich möchte und es sind immer dieselben Items drin. So, funktioniert das Ganze aber auch für Schilder? Kann ich auch die platzieren? Yo, schaut euch das an. Ich kann euch ganz oft sagen, dass ihr abonnieren sollt und jetzt macht das am besten auch mal. Ihr merkt schon, der Shader ist weg und das bedeutet, wir befinden uns mal wieder in einem 1.21 Snapshot. Laut einem sehr aktuellen Mythos soll man hier nämlich durch den neuen Autocrafter immer noch OP-Goldäpfel wie früher herstellen können. Dafür braucht man ja wie bekannt einmal 8 Goldblöcke, dann ein Apfel in die Mitte. Okay, und das verunsichert mich jetzt. Also es wird hier schon mal nicht angezeigt. Vielleicht, wenn ich hier oben die Goldblöcke und die Äpfel reinsetze und dann das Ganze mit einem Hebel aktiviere? Los, Autocrafter, crafte die OP-Goldäpfel! Naja gut, das Ganze scheint dann wohl doch nicht zu funktionieren, ist aber eigentlich auch ganz gut, weil OP-Goldäpfel sollten auch weiterhin selten sein. Die neuen Spawner sollen ja bei jedem Lichtlevel, egal wie hell es ist, trotzdem Monster spawnen können und genau das teste ich jetzt. So, wir leuchten das alles aus. Normalerweise sollte ein normaler Spawner jetzt schon lange nichts mehr spawnen können. So, zack, zack, das sollte eigentlich reichen. Wir wechseln die Schwierigkeit auf normal und ich bin wirklich gespannt. Ja, okay, ihr seht's, die ganzen Skelette spawnen trotzdem, schießen mich die ganze Zeit ab und somit scheint dieser Mythos wirklich wahr zu sein und die neuen Spawner sind extrem stark und können bei jedem Lichtlevel spawnen. Bleiben wir direkt bei den Trial Chambers, um genau zu sein bei den neuen Kupferlampen, die es jetzt gibt. Diese kann man ja mit Redstone bepowern und je nachdem, wie weit sie oxidiert sind, sollen sie immer dunkler werden. Also dann, ich mache es einmal Mitternacht, damit wir auch den Unterschied spüren. Und dann wird es einmal Zeit, den Random Tick Speed hochzustellen und das Ganze zu beobachten. Los, Kupferlampe. Yo! Sie ist oxidiert und sie ist wirklich dunkler geworden, würde ich sagen. Mal gucken, ob wir noch die nächste Stufe sehen. Yo, yo! Das stimmt einfach. Das ist ja voll das coole Feature. Ich kann doch nicht der Einzige sein, der mittlerweile schon locker 40 Mal gehört hat, dass man mit dem neuen Schlüssel das Ancient City Portal anzünden können soll. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich das Ganze schon mal ausprobiert. Ich probiere es trotzdem nochmal im neuesten Snapshot und ihr merkt, es geht nicht. Vielleicht wird das Ganze noch hinzugefügt, ich könnte es mir wirklich vorstellen, aber in den neuesten Snapshot haben wir absolut keine Chance. Ich denke, die meisten von euch kennen den Fakt, dass viele Mobs, wie zum Beispiel Zombies, nicht über Schienen laufen können. Falls ihr das Ganze noch nicht wusstet, dann wisst ihr spätestens jetzt. Kein Problem, ich habe es euch gerne beigebracht. Ja, und auch wenn das Ganze für alte Mobs, wie
wie zum Beispiel Skelette oder Zombies wirklich funktioniert, soll es bei den neuen Mobs wie zum Beispiel einem Warden nicht mehr gehen. Also dann, es wird Zeit, sein Leben zu riskieren und das Ganze auszuprobieren. Du Vollidiot, brüll mich ruhig an. Ich bin hier, ich bin nicht in Sicherheit. Okay, der Mythos stimmt, es geht nicht mehr. Hat man eigentlich eine kleinere Hitbox, wenn man einen Alex-Skin benutzt, weil den seine Arme sind ja nur 3 und nicht 4 Pixel breit? Um das Ganze auszuprobieren, mache ich erstmal die Hitbox an und dann seht ihr schon, die Arme von einem Minecraft-Spieler sind scheinbar sowieso nicht innerhalb dieser Zone. Trotzdem wechsle ich noch einmal kurz den Skin, um das wirklich zu testen. Freunde, das ist wirklich ein Joke. Ich habe mir extra einen dünnen Skin pixeln lassen, um euch das Ganze zu zeigen. Ja, und genau jetzt sind irgendwie die Minecraft-Server down und man kann den Skin nicht mehr wechseln. Naja, so oder so, besonders viel sollte das eigentlich eh nicht ändern, weil ihr seht, die Arme sind sowieso nicht in der Hitbox. Dementsprechend die Antwort, nur weil ihr ein Lauch seid, bringt euch das keine Vorteile in Minecraft. Ich habe euch ja vorhin schon diese neuen Kupfergitter vorgestellt, die in den Trial Chambers generieren. Laut einem Mythos sollten diese allerdings bereits im letzten April-Scherz-Snapshot angeteasert worden sein. Um das Ganze zu überprüfen, befinde ich mich in der Minecraft-Version 23W13A oder B. Genau hier wird sich einmal eine neue Creative-Welt erstellt. Und wenn wir dann hier einmal Copper eingeben, dann finden wir wirklich diese Copper-Spleeves. Ja, und ich bin ehrlich, die sehen den neuen Blöcken schon sehr, sehr ähnlich. Villager sollen scheinbar keine Range haben, wie weit entfernt man mit ihnen traden kann. Um das Ganze zu testen, werfe ich einfach mal eine Enderperle, dann gehe ich hier in das Trading-Menü rein. Und wenn die Enderperle jetzt landet, dann seht ihr schon, das Menü bleibt wirklich offen. Ich könnte jetzt traden. Mit jedem anderen GUI, wie einem Ofen oder einer Kiste oder so, würde das niemals funktionieren, aber irgendwie mit Villagern schon. Sehr interessant. Die beste Waffe im gesamten Spiel ist nicht etwa ein Netherite-Schwert oder eine Netherite-Axt, sondern einfach ein Trident, zumindest in der Bedrock-Edition. In der Java ist Impaling eine extrem schlechte Verzauberung, weil sie nur Mobs, die im Wasser leben, mehr Schaden macht. In der Bedrock gilt das allerdings für alle Mobs, die irgendwie mit Wasser in Verbindung stehen und das auch, wenn es regnet. Mit Stärke 2 und indem man crittet, soll man so insgesamt 21 Herzen Schaden machen können und genau das testen wir jetzt. Wie gesagt, die Waffe soll insgesamt 21 Herzen Schaden machen, ein Eisengolem hat 50 Herzen insgesamt. Tja, und genau so komme ich auf insgesamt 3 Hits, die wir brauchen. Yo, mit dem ersten Hit beginnt er einfach wirklich schon zu bröckeln, das ist super krass. Hit Nummer 2 und der dritte. No way! Ihr wisst, wie anstrengend es ist, normalerweise ein Eisengolem zu töten. Und mit der Waffe ist er einfach Free-Hit. Das ist unfassbar. Ich denke, damit können wir auf jeden Fall sagen, dass der Mythos stimmt und der Trident mit Impaling in der Bedrock-Edition die beste Waffe im gesamten Spiel ist. Man soll scheinbar ein Wither mit Soul Sand und Soul Soil auch gemischt spawnen können. Ich bin gespannt, ob das Ganze stimmt. Oh, ich weiß, woran es liegt. Hier unten ist eine Pflanze. Die muss natürlich weg und ja, der Mythos stimmt. Es funktioniert. Okay, ich denke, wir alle wissen, dass wenn man ein Schaf Jab nennt, es so coole Regenbogenfarben annimmt. Ich habe jetzt allerdings letztens gehört, dass das Ganze auch beim Breeze funktionieren soll. Das Ding ist, dass dieser dadurch nicht nur seine Farbe ändert, sondern weil er ja sozusagen ein Windmob ist, einfach zu einem Regenbogen wird. Beziehungsweise einfach mit Regenbogen schießt oder das über seinem Kopf ist. Wie gesagt, ich habe das nur irgendwo aufgeschnappt, ganz kurz. Ich weiß nicht, ob es offiziell oder eine Idee war, aber ich würde trotzdem sagen, dass wir das Ganze jetzt einfach mal ausprobieren. Also dann, let's go. Ich habe ein Breeze-Spawn-Egg, ich habe ein Jab-Name-Tag. Wir platzieren den Breeze, nennen ihn einmal noch gar nicht um, weil der ist sauer. Wir nennen ihn jetzt um. Oh, der sieht relativ normal aus. Und wie ist es, wenn ich jetzt in den Survival-Modus gehe? Greift er mich dann wenigstens mit Regenbögen an oder so? Hallo Breeze, ich bin hier, ich bin dein schlimmster Albtraum. Nee, er schießt immer noch normal Wind, was wirklich extrem cool aussieht. Aber leider wird er dadurch, auch wenn es Sinn ergeben würde, nicht zum Regenbogenmonster. Naja, auch wenn der letzte Mythos jetzt leider nicht funktioniert hat, hoffe ich trotzdem, dass euch das ganze Video gefallen hat. Wenn ja, dann könnt ihr euch sehr, sehr gerne als nächstes das letzte Mythos-Video anschauen. Das ist jetzt in der Endcard verlinkt. Wir sehen uns dann am Donnerstag wieder. Haut rein und ciao.